Willkommen zu meinem neuen Video. Zurzeit sind ja viele, so wie ich, jeden Tag im Homeoffice tätig und deswegen dachte ich, ich zeige euch jetzt mal meine favorisierte Softwarelösung für Videokonferenzen. Und das Programm, das ich euch vorstellen möchte, nennt sich Zoom. Klaus Lager hat es übrigens schon in den 80er Jahren besungen. Aber Spaß beiseite. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr Zoom herunterladen könnt, welche Kosten auf euch zukommen in den einzelnen Tarifen und welche Funktionen ihr dafür erwarten könnt. Und am Ende gebe ich euch noch ein paar allgemeine Tipps, wie ihr Videokonferenzen am besten durchführt. Und schon geht's los. Also wie gesagt, die Software, um die es geht, nennt sich Zoom. Findet ihr unter der URL zoom.us. Und bevor wir jetzt in die einzelnen Funktionen eintauchen, zeige ich euch ganz kurz, wo ihr das Programm beziehen könnt. Es gibt ein Download-Center hier. Das findet ihr ganz einfach unter zoom.us/download. Man sieht ja gleich als erstes die Download-Möglichkeit für die aktuellste Version. Diesen sogenannten Client, also das Dienstprogramm, könnt ihr euch einfach herunterladen. In vielen Fällen kann es auch sein, dass ihr die Zoom-Software bereits habt, da ihr einmal an einem Zoom-Meeting teilgenommen habt, das jemand anders organisiert hat. Ansonsten klickt ihr hier auf Download und der Zoom-Installer wird geöffnet und wird installiert. Wenn ihr Zoom installiert habt, die Dienstsoftware, dann seht ihr zunächst diesen Screen hier. Und wie ihr seht, könnt ihr direkt hier mit dem orangenen Button ein neues Meeting aufrufen. Das wird sofort gestartet. Ich zeige es euch mal, indem ich jetzt hier meinen Bildschirm hinüberziehe. Ich bin jetzt direkt in einer Videokonferenz mit mir selbst. Und man sieht hier direkt die Schaltleiste unten mit den verschiedenen Optionen. Ich beende jetzt zunächst mal das Meeting. Bevor wir jetzt zu den einzelnen Funktionen kommen von Zoom, ganz kurz der Überblick über die Kosten bzw. die verschiedenen Tarife. Das ist sehr erfreulich, denn mit der Basisversion von Zoom bekommt ihr eine ganze Menge und ich bin mir sicher, dass das in den meisten Anwendungsfällen schon komplett ausreichend ist. Ihr könnt insgesamt bis zu 100 Teilnehmer in einer Videokonferenz unterbringen. Und mit diesen 100 Teilnehmern könnt ihr bis zu 40 Minuten Konferenz durchführen. Wenn es 3 oder weniger Teilnehmer insgesamt sind, dann gibt es dieses Zeitlimit auch nicht. Das heißt, ihr könnt so lange wie ihr wollt eure Konferenz durchführen. Für alle die, die ein bisschen mehr brauchen, gibt es die Pro-Version. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass man damit nun wirklich alle Fälle in einem kleineren bis mittleren Unternehmen bereits abgedeckt hat. Denn dann kann man Konferenzen mit bis zu 100 Teilnehmern durchführen, ohne Zeitlimit, kann eben auch alles planen, wie man das möchte. Ich bin wirklich der Meinung, das reicht schon für fast alle Gruppen. Deswegen gehe ich jetzt auf Business und Enterprise, die es natürlich auch noch gibt, jetzt hier nicht weiter ein. Wenn ihr eher alleine unterwegs seid als Freelancer, dann ist die kostenlose Version wahrscheinlich schon in vielen Fällen komplett ausreichend. Wenn ihr eine Konferenz planen möchtet, dann geht ihr hier auf Meetings, planen neue Sitzung, gebt dem Meeting ein Thema, Kundengespräch zum Beispiel. Eine Beschreibung braucht es in der Regel nicht. Ihr könnt hier genau festlegen, wann das Meeting stattfinden soll, wie lange es gehen soll. Hier ein Hinweis auf die Restriktionen, dass man mit mehr als 3 Teilnehmern eben im kostenlosen Tarif nur 40 Minuten konferieren kann. Das ist aber in unserem Fall jetzt egal. Ich mache ja nur ein Meeting mit mir selbst. Ihr könnt einstellen, ob es ein wiederkehrendes Meeting ist. Die Meeting-ID würde ich immer automatisch erzeugen lassen. Ihr könnt außerdem festlegen, was die Einstellungen beim Betreten des Meetings sind. Und zwar getrennt für den Moderator, also euch in dem Fall, wenn ihr selbst der Organisator seid, und den Teilnehmern. Soll der Moderator gleich per Video zu sehen sein? Das ist wahrscheinlich hilfreich zum Start. Ihr müsst dann eben auch wissen, dass die Kamera sofort an ist, wenn es losgeht und nicht dann unvorbereitet sein. Aber ich würde das prinzipiell empfehlen, während ich bei den Teilnehmern eher empfehlen würde, das auszuschalten. Unter Audio könnt ihr festlegen, über welchen Weg sich die Teilnehmer verbinden können. Telefon, Computer, Audio oder beides. Ich würde das immer auf beides stehen lassen, dann können die Nutzer das selbst auswählen. Dann gibt es hier noch ein paar extra Optionen. Kann ein Teilnehmer schon vor dem Moderator den Raum betreten, den Konferenzraum? Würde ich erlauben.
Teilnehmer beim Beitritt stummschalten halte ich für eine sehr gute Option, wenn man eine große Konferenz mit vielen Teilnehmern hat. Das wird sonst sehr schnell chaotisch. Warteraum aktivieren bedeutet, dass ihr als Organisator die Teilnehmer einzeln freischalten könnt. Vorauswahl des Breakout Rooms. Diese Option ist besonders geeignet für Arbeitsgruppen innerhalb der Konferenz. Das heißt, wenn ihr eine große Gruppe habt, könnt ihr die aufsplitten in kleinere Gruppen, die sich dann einem bestimmten Thema widmen. Und die Besprechung automatisch auf dem lokalen Computer aufzeichnen. Gut, das ist, glaube ich, selbsterklärend. Speichern und damit wird euer Meeting erstellt. Wenn ich nun mein Zoom-Meeting erstellt habe, dann bekomme ich hier noch einmal eine Übersichtsseite mit allen Einstellungen, die ich gewählt habe. Ich kann die jederzeit auch wieder bearbeiten. Wenn ich auf diesen weißen Knopf klicke, dann geht das wieder zurück in den Bearbeitungsscreen. Wenn ich mit allen Einstellungen zufrieden bin, kann ich dann das Meeting in meinen Kalender eintragen und dann auch Teilnehmer zum Meeting einladen. Dazu klicke ich jetzt mal beispielhaft auf Google Kalender. Dann bekomme ich hier den ganz normalen Bildschirm für einen Termin in Google Kalender und kann dann ganz normal wie bei jedem anderen Meeting auch meine Gäste hinzufügen und die bekommen dann automatisch den Einleitungstext mit allen Erklärungen. Das ist also sehr praktisch. So habe ich das direkt in meinem Kalender und alle eingeladenen Teilnehmer bekommen es auch in ihre Kalender. Wir können jetzt einfach annehmen, dass es schon soweit ist und die Sitzung einmal starten. Jetzt kommt der Zoom-Client ins Spiel. Es gibt hier immer diesen Dialog, Zoom-Meetings öffnen, dem ihr zustimmt. Dann seht ihr hier mein Meeting. Und parallel dazu, auf meinem zweiten Screen, den hole ich euch jetzt mal rüber, hat sich hier das Fenster mit der eigentlichen Konferenz geöffnet. Ich bin jetzt hier natürlich alleine in meiner Konferenz, aber ich kann euch trotzdem zeigen, welche Optionen ihr während einer laufenden Konferenz habt. Da ist zunächst dem Audio beitreten. Es gibt hier noch einen zweiten Bildschirm, der aufgepoppt ist hier. Der fragt mich, wie ich teilnehmen möchte. Da klicke ich üblicherweise per Computer dem Audio beitreten. Dann ist klar, Video beenden. Ich habe jetzt als Organisator gestartet mit meinem angeschalteten Video. Ich kann das natürlich unterbrechen. Dann kommt nur mein Profilbild, das ich vorher hinterlegt habe. Schalte ich wieder zurück. Wird mein Video wieder eingeblendet. Wenn ihr unter Video hier auf die Videoeinstellungen geht, da werdet ihr sehen, das sind komplett alle Einstellungen, nicht nur die Videoeinstellungen. Da sind noch ein paar ganz hilfreiche Funktionen dabei, zum Beispiel, dass ihr das HD-Video aktiviert oder deaktiviert. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen, gerade wenn viele Teilnehmer in der Konferenz sind. Je mehr Bandbreite ihr da eben abzieht, desto eher kann die Verbindung abbrechen oder es kann zu Ton- und Bildstörungen kommen. Also das natürlich nur bei kleineren Gruppen anwenden. Mein Video spiegeln ist ganz cool. Ist alles ein bisschen irritierend, alles umgekehrt wie normal, wie man das kennt, verwirrt meistens den Organisator noch mehr als alle anderen. Mit dem Erscheinungsbild retuschieren könnt ihr einen kleinen Weichzeichen-Effekt auf euer Gesicht zaubern. Und die anderen Funktionen hier sind relativ selbsterklärend, dass man eben die Namen immer anzeigt, Video ausschalten. Ich glaube, das braucht keine weiteren Erklärungen. Für das Audio könnt ihr auch festlegen, hier nochmal, was euer Lautsprecher, was euer Mikro ist. Einladen. Auch während eines laufenden Meetings kann man eben noch zusätzliche Gäste einladen. Das erfolgt dann hier über diesen Dialog. Als Organisator kann ich die Teilnehmer hier verwalten, kann auch sagen, jetzt alle stumm schalten, wenn die Gruppe einfach viel zu groß ist. Ihr kennt das sicher von Telefonkonferenzen, dass es sehr schnell durcheinander geht, wenn einfach viel zu viele Teilnehmer dabei sind. Als Organisatoren eines Meetings habt ihr natürlich auch die Möglichkeit, euren Bildschirm freizugeben. Das macht ihr hier über die grüne Schaltleiste. Hier könnt ihr dann auswählen, ob ihr einen Bildschirm freigeben wollt oder eines der Programme, die gerade auf eurem Computer laufen. Unter Erweitert habt ihr dann auch noch die Möglichkeit, nur einen Teil des Bildschirms oder nur euren Ton oder sogar den Inhalt einer zweiten Kamera zu zeigen. Geht ihr auf Teilen, so wird diese Anwendung bzw. der Bildschirm für alle sichtbar. Jetzt sieht man in dem Fall eben meinen zweiten Bildschirm und ich habe hier oben jederzeit die Möglichkeit, meine Freigabe zu beenden.
Chat, sehr wichtig. Eigentlich läuft bei Zoom immer parallel ein Chat mit, in dem alle Teilnehmer sich austauschen können, würde ich auch immer angeschaltet lassen. Gerade auch, wenn es technische Schwierigkeiten gibt, kann man sich hier noch äußern. Wenn die Teilnehmer stumm geschaltet sind, können sie über den Chat eben signalisieren, dass sie zum Beispiel gerade nicht sehen können. Dann, klar, das ist hier eine Option für mich, die Aufzeichnung anzuhalten und zu beenden. Ich hatte ja gesagt, ich nehme eine Aufzeichnung vor in meinen Planungen. Die läuft jetzt hier auch parallel, kann ich hier jederzeit steuern. Dann haben wir hier die Breakout-Session-Option. Ich bin jetzt hier natürlich alleine. Als Organisator steht hier nicht, mich nicht mitgezählt, stehen hier eben null Teilnehmer. Man hat hier die Option, das automatisch zuteilen zu lassen oder manuell selbst die Breakout-Gruppen zu erstellen. Und dann geht man einfach hier auf Sessions erstellen. Und ganz wichtig als letztes die Reaktionen. Reaktionen sehe ich jetzt hier auf dem zweiten Screen. Nur ihr habt die Wahl zwischen Daumen hoch und einem Applaus. Also die Optionen sind hier relativ überschaubar. Hier ist der Applaus. Aber das reicht ja auch völlig und stört eben auch nicht den Fluss eines Meetings. Wenn ihr fertig seid mit eurer Konferenz, dann geht ihr einfach hier auf Meeting beenden und der Raum schließt sich dann für alle. Ihr könnt wählen, ob nur ihr den Raum verlasst und dann einen anderen Host, einen anderen Gastgeber bestimmt. So, jetzt noch ein Wort zu den Aufzeichnungen. Wie ihr am Anfang gesehen habt, habe ich ja die Einstellung so gewählt, dass mein Meeting aufgezeichnet wird. Das kann man im kostenlosen Plan nur auf die eigene Festplatte machen lassen. Für eine Cloud-Aufzeichnung braucht man einen der kostenpflichtigen Tarife. Zum Abschluss ein paar Tipps für eure Videokonferenzen generell. Achtet als Organisator auch immer darauf, ob jemand seine Hand hebt, ob es Fragen gibt. Da sowas natürlich leicht hinten runterfallen kann. Meine Erfahrung ist, dass viele Teilnehmer weniger die Handfunktion nutzen, aber in den Chat dann gerne reinschreiben. Also wenn es für euch möglich ist, immer noch ein Auge auf den Chat zu haben, denn dann kriegt ihr am ehesten mit, wenn etwas nicht funktioniert, zum Beispiel das Bild nicht gezeigt wird oder was mit eurem Ton nicht in Ordnung ist. Wenn die Internetverbindung in die Knie geht, weil jeder sein Videosignal angestellt hat, dann bittet eure Teilnehmer einfach darum, die Kamera auszuschalten. Ihr werdet sehen, das bewirkt Wunder. Wenn ihr eine sehr große Konferenz habt, dann lohnt es sich auf jeden Fall, alle Teilnehmer stumm zu schalten, da es sonst sehr schnell chaotisch werden kann. Falls ihr vorhabt, die Breakout-Räume zu nutzen, eine sehr coole Funktion, dann achtet aber auch darauf, dass alle Teilnehmer genau wissen, was ihre Aufgabe ist. Wenn die Zeit es zulässt und die Teilnehmer sich vielleicht noch nicht alle kennen, dann macht eine kurze Einführungsrunde, damit sich jeder vorstellen kann. Das hilft auch, diese Anonymität von Videokonferenzen ein bisschen zu reduzieren. Versucht bei dem Meeting noch mehr als bei normalen Meetings die Zeit einzuhalten. Achtet auf die Uhr. Strapaziert die Zeit der Teilnehmer nicht zu sehr, denn ich habe beobachtet, dass viele nach einer Weile dann doch auch ermüden. Eine Videokonferenz strengt einen immer noch mehr an als ein normales Meeting. Deswegen bringt alles auf den Punkt, so gut ihr eben könnt, haltet den Zeitplan ein und besprecht auch mit anderen Teilnehmern, die etwas präsentieren sollen, genau wie viel Zeit sie haben und geht mit ihnen vielleicht kurz vorher auch die Präsentation durch. Zum Ende des Videos wünsche ich euch allen Gesundheit, erfolgreiches Arbeiten von zu Hause und ich hoffe, dass wir uns zum nächsten Video wiedersehen. Bis dann, ciao!